Hi, ihr beiden. Was darf sein? Zwei Altbitter. Der Typ war eiskalt. Er würde sogar versuchen, mich rauszuhauen, wenn ich im Kindergarten amok gelaufen wäre. Das klingt ja sehr sympathisch. Mindestens hat mich die Schneider bisher nicht gefeiert. Warum auch? Wäre doch möglich gewesen. Welche Galerie leistet sich schon kriminelles Personal? Bist du denn kriminell? Aber die Kunden denken das und das ist alles, was zählt. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Aber vielleicht sollte ich das Phänomen des Tratschens mal in einer meiner Predigten behandeln. Mach das. Die Schlimmsten sitzen nämlich in der Küche. Ja, das will ich überhört haben. Sag mal, kommt dir das hier irgendwie bekannt vor? Ja, Ölsardin. Und Presskopf. Sieht sehr gut aus. Ich wüsste schon, wessen Kopf man dazu pressen sollte. Was soll denn das werden? Ach, das habe ich mich bei dem Boten vorhin auch gefragt. Ziemlich doofer Versuch, sein Gewissen zu beruhigen, oder nicht? Kannst du mir mal sagen, wovon du redest? Gib's doch zu, dass es von dir ist, weil du Patrick angefahren hast. Gib es doch endlich zu. Ich war es nicht. Wann rammt ihr es endlich? Mann, deinen Standardspruch glaubt dir eh keiner mehr. Du gehörst in den Knast und das schon seit deiner Geburt. Hey, könnt ihr das nicht in einem fairen Gespräch klären? Die suchen nur nach einem Grund, mich fertig zu machen. Ja, da sucht man aber nicht lange. Hier kann man nur einen Verletzten einfach so liegen lassen. Wahrscheinlich hat es immer noch Spaß gemacht. Ich krieg dich, Potzeski, du bist ein Klugscheißer, genau wie dein Bruder. Das ist ja mal wieder typisch. Keine Argumente mehr haben und dann hier so einen Aufstand machen. Am besten du nimmst jetzt deinen Korb und verschwindest von hier. Sonst stecke ich dir deine blöden Fressalien sonst wohin. Ruhe jetzt! Solange nichts bewiesen ist, lass dir Dennis in Ruhe, ist das klar? Sag mal, geht's um vorgestern Abend? Dennis saß noch hier, als meine Schicht anfing. Ja, ich war hier und nicht im Wagen. Hat sein Bierchen hier ausgetrunken und anschließend bei mir bezahlt. Ist ja interessant, was getrunken hat er auch noch? Ach ja, und davor hast du doch noch mit Tilma telefoniert und ihm gesagt, dass du Charlies Auto holen willst. Stimmt, daran kann ich mich auch erinnern. Und zwar ganz gut. Sag mal, wollt ihr mir jetzt vorrechnen, dass ich kein Alibi habe? Ey, Tillmann, du glaubst doch nicht, es geht hier nicht darum, was ich glaube, sondern um die Tatsachen. Also, was ist dir auf dem Weg passiert?